Hallo meine lieben Fische und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle da. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern. Heute gibt es eine Seelenpartnerlegung, das heißt, die heutige Legung wird etwas anders sein als sonst. Betrifft vor allem für also all die, die sich gerade in einer Seelenbindung befinden, das heißt, vielleicht wirklich Kontakt mit ihrem Seelenpartner, mit ihrer Dualseele haben. Also wenn du gerade in so einer Situation bist, ob mit oder ohne Kontakt, dann ist das Reading für dich. Falls du jetzt sagst, ja, ich habe ja gar keine so tiefe Verbindung momentan, darfst du dir das Video trotzdem gerne anschauen. Vielleicht sagt es dir etwas aus über deinen zukünftigen oder zukünftige Seelenpartnerin. Ja, liebe Fische, ganz wichtig, bevor wir hier starten, nochmals eine Erinnerung. Hör auf deine innere Stimme. Vertraue deiner Intuition, weil dann wirst du genau wissen, was gehört zu dir, welche Botschaft und welche Nachricht nicht. Nimm wirklich nur das an, was zu dir gehört. Liebe Fische, ich habe neu einen zweiten Kanal gestartet, einen Podcast. Dort sprechen wir über Spiritualität. Ich habe jetzt auch schon einige Videos hochgeladen, noch nicht so viele, also wie zum Beispiel Sternzeichen und deren Lernaufgaben, das Universum nach Zeichen fragen und Begegnungen mit Tiergeistern. Also wenn du dich für Spiritualität interessierst, darfst du dir gerne die Videos anschauen oder meinen zweiten Kanal abonnieren. Link ist weiter unten. Ja, liebe Fische, aber dann fangen wir doch an. Dein Seelenpartner-Reading. Bin ich gespannt. Wie sehen die Energien aus? Was musst du wissen? Hier ist das Stopp. Kreative Kraft. Verbinde dich mit deiner Seele durch schöpferische Tätigkeiten. Ich habe auch das Gefühl, entweder bist du sehr kreativ oder dein Gegenüber. Oder etwas verbindet euch in der Kreativität oder einfach in der Schöpferkraft oder gibt dir Halt, lässt dich wirklich auch ein bisschen wie angekommen fühlen, seelisch gesehen, balanciert dich aus, das kann Töpfern sein, Malen, Schreiben, Singen, Musik. Alles, was eigentlich schöpferisch ist und kreativ. Vielleicht verbindet dich etwas mit deinem Seelenpartner oder es ist wirklich eine, vielleicht auch eine kleine Ermahnung, dass du dich vielleicht selber fragst, hast du gewisse Dinge, die dir wichtig sind, falls du eben kreativ bist oder gerne bastelst oder sonst etwas tust, vielleicht vernachlässigst, vielleicht solltest du wieder etwas kreativer durchs Leben gehen. Oder dein Partner, das könnte natürlich auch eine Botschaft für dein Gegenüber sein. Aber schauen wir mal mit dem Tarot. Wie ist die Hauptenergie? Also was ist das Hauptthema? Hoch, und da kommt sie schon. Ritter der Schwerter. Vorbote für Gespräche, für Entscheidungen, Luftenergie. Vielleicht hast du es mit einem Luftzeichen zu tun. Oder dich erreicht eine Nachricht, eine Botschaft, die sehr wichtig sein wird. Kann auch sein, dass dein Gegenüber auf dich zukommt, plötzlich und schnell, und vielleicht eine Entscheidung gefragt wird. Oder du bist diejenige, der auf dein Gegenüber zugeht. Etwas passiert dir, weil Ritter des Schwertes ist eine sehr schnelle Karte, die auch eben Vorbote für Veränderungen sein können. Thema Entscheidungen und Gespräche. Die Herrscherin. Vielleicht auch Thema Familie, Thema Beziehung. Wie geht es weiter? Kann da wirklich etwas entstehen? Kann da etwas wachsen? Will man zusammen vielleicht eine Familie gründen oder doch nicht? Die Herrscherin, Erdenergie, eine sehr weibliche Energie und eine Energie, dass da etwas entstehen kann. Weil Ritter der Schwerter ist so ein bisschen von der Energie her ein bisschen grob. Kann etwas grob wirken, man handelt schnell und vielleicht etwas direkt, sehr direkt. Aber doch liegt hier die Ruhe. Ist noch lustig. Vielleicht ist auch jemand eher
so ein bisschen mehr in seiner Mitte als die andere Person. Schauen wir mal mit dem Tarot, mit dem Kleinen. Warum Ritter der Schwerter? Ja, schon wieder Ass der Schwerter, das habe ich gesagt. Chance für Wahrheit und Kommunikation. Also auch wenn ihr momentan keinen Kontakt habt, falls das der Fall ist, könnt ihr eine Chance kommen für ein Gespräch. Aber es ist eine Chance. Du kannst immer Nein sagen, weil jeder hat ja einen freien Willen. Das darfst du nicht vergessen. Schauen wir mal weiter, liebe Fische. Was war denn in der Vergangenheit? Was war in der Vergangenheit? Vier Schwerter, vielleicht Rückzug nehme ich wahr, von dir oder von deinem Gegenüber oder vielleicht sogar gegenseitig, kein Kontakt. Energierückzug, Pause. Nehme auch wahr, vielleicht hast du schon länger keinen Kontakt mehr oder eben einfach energetisch starker Rückzug. Überlegen und Energie tanken. Vielleicht mit einem Wasserzeichen, Königin der Kelche. Interessant. Schauen wir mal. Warum dieser Rückzug? Vier Schwerter. Warum? Vielleicht war man sich nicht sicher, ob hier wirklich eine Chance ist. Eine Chance für Stabilität. Eine Chance für innerer Reichtum. Oder vielleicht war auch Geld das Thema. Falls du wirklich noch Kontakt hast, kann es sein, dass du vielleicht merken willst, dass sich jemand energetisch etwas zurückzieht und vielleicht auch etwas Zeit braucht, um Chancen zu erkennen. Vielleicht bist du das oder dein Gegenüber. Schauen wir mal, wie ist denn die Energie von deinem Gegenüber? Wie sieht es bei deinem Gegenüber aus? Oh. Ui. Ritter der Münzen. Erdenergie. Sehr langsame Energie. Sehr, sehr langsam, aber bedacht. Hohe Priesterin und die Herrscherin. Also ich sehe hier wirklich, dass dein Gegenüber die Verbindung spürt. Dein Gegenüber weiß, dass hier eine wunderschöne Verbindung ist und dass hier etwas entstehen kann, wenn man dem Ganzen Zeit gibt. Zeit und Reife, damit vielleicht auch gewisse Dinge in die Balance kommen. Weil die Herrscherin, ich habe auch das Gefühl, dein Gegenüber hat eine sehr weibliche Energie. Und das ist jetzt unabhängig, welches Geschlecht du hast. Einfach die Energie ist sehr weiblich. Auch sehr spirituell. Die hohe Priesterin, Seelenbindung. So ein bisschen der Ruf des Herzens spüren. Die Herrscherin kann aber auch das Thema Schwangerschaft sein. Thema Familie, etwas pflanzen, dass etwas Neues entstehen kann, sage ich jetzt mal. Dass vielleicht die Beziehung eventuell oder die Verbindung neu entstehen kann. Also energetisch liegt das alles da. Aber doch war hier der Rückzug. Ich sage immer, Seelenbindungen sind selten einfach, weil sie sind so intensiv. Und da müssen wirklich beide bereit sein. Wenn jemand nicht bereit ist, dann ist es schwierig. Warum die Herrscherin? Warum? Königin der Stäbe, Leidenschaft, auch die Kreativitätskarte, schöpferisch, Leidenschaft. Also entweder ist dein Gegenüber sehr eine leidenschaftliche Person oder dein Gegenüber empfindet dich als sehr leidenschaftliche Person. Ich nehme aber auch wahr, dass dein Gegenüber vielleicht möchte, dass die Leidenschaft neu entfacht, falls jetzt bei euch etwas soll ich das jetzt lieb sagen, ein bisschen Flaute ist, du weißt, was ich meine, dass hier etwas Neues entfachen kann. Bube der Kelche, Wasserenergie. Ja, so ein bisschen wie
dass es neu sprudelt, dass ich neu entwickeln kann. Zaghaftigkeit. Ich nehme auch wahr, jemand hat eine jüngere Energie, also seelisch gesehen ist jemand jünger, eher sehr junge Seele, und die andere Person hat eher eine mütterliche Seele oder väterliche Seele. Ich hoffe, das macht Sinn. Aber hier liegt eine Verbundenheit, definitiv. Wie sieht denn eure gemeinsame Energie aus? Bube der Kelche schon wieder. Schön. Und der Stern. Oh. Ist richtig schöne Energie. Und sechster Stäbe, Nachrichten. Aufeinander zugehen. Also eure gemeinsame Energie ist sehr schön. Wirklich. Der Stern, Wassermann-Energie. Und Bube der Kelche, Wasserenergie. Gemeinsame Visionen haben, gemeinsame Träume. Vielleicht auch das Verlangen zueinander, aber nicht auf körperlicher Ebene, sondern auf einer spirituellen Ebene, nehme ich wahr. So auf einer energetischen Ebene. Sehr schön. Also wenn du sagst, du hast keinen Seelenpartner, könnte hier wirklich, wenn hier wirklich etwas kommt, dann ist es wirklich schön, aber erst nach einer gewissen Ruhezeit. Und das ist so spirituell und so eine spirituelle und neugierige Energie gleichzeitig. Ja, schön. Also sehr schön. Schauen wir mal, warum der Stern. Ich habe auch das Gefühl, ihr könnt einander wie die Last nehmen, dass sich das Leben so unbeschwert anfühlt. 10. Stäbe und 6. Stäbe schon wieder. Warum Bube der Kelche? Bube der Kelche. Ja, 2. Kelch. Vielleicht hat jemand etwas, war eine Zeit lang am Schwanken und wusste nicht so recht, was sie davon halten sollte, von dieser Energie. Aber es ist eine sehr auch heilende und das weckt so ein bisschen das Verspielte, so das heilende Verspielte. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Aber schauen wir mal, liebe Fische, wie ist denn deine Energie? Astermünzen, schau. Ich habe das Gefühl, du bist das Astermünzen. Und wir hier schon. Oder dein Gegenüber, könnte natürlich schon sein. Jemand ist das Astermünzen. Jemand ist so ein bisschen so das Glänzende. 4. Stäbe, schön. 3. Kelche. Interessant, deine Energie. 4. Stäbe. Du siehst wirklich, dass da etwas aufgebaut werden kann, dass da Stabilität kommen kann, dass eine unglaublich große Chance ist. Du siehst die Chance für Stabilität, für innere Fülle. Dir ist das ganz klar, dass man da etwas aufbauen kann. Aber ich habe das Gefühl, noch etwas Kleines steht im Weg. 3. Kelche. Vielleicht eine andere Person, die vielleicht nicht so einverstanden ist, oder vielleicht eine Situation natürlich. Irgendetwas, aber ich habe das Gefühl, es ist eigentlich nur ein kleiner Stein. Nichts Großes, ehrlich gesagt. Na gut, kommt immer darauf an. Oder auch ein kleines Problem kann man groß machen. Aber hier ist noch irgendetwas Drittes im Weg, habe ich das Gefühl. Oder was die Sicht blockt oder die Verbindung etwas blockt. Schauen wir mal. Ja, schön. 10. Kelche. Also du könntest mit dieser Person wirklich eine Familie gründen. Vor allem hier, 6. Kelche, Seelenpartner pur.
Kann sein, dass das eine Person ist aus der Vergangenheit. Oder eben in diesem Leben ist das vielleicht das erste Treffen, aber eben ihr hattet schon mehrere Leben gemeinsam. Ich habe auch das Gefühl, ihr habt die gleichen Träume. Die gleichen Visionen und Träume. Ganz stark. So energetisch unglaublich schön. Schauen wir mal, was ist denn der Rat der Karten? Damit diese Verbindung wirklich aufblühen kann, falls du das natürlich möchtest. Was ist der Rat? Bube der Schwerter. Bube der Schwerter ist für mich so eine sehr starke Reflexionskarte auch und Informationskarte. Das heißt, geh vorwärts oder geht vorwärts, aber wiederholt nicht den alten Kreislauf. Dinge müssen sich ändern. Man muss wie der Bube der Schwerter, der passt extrem auf, dass er nicht in den gleichen Trott hineinläuft oder den gleichen Weg, der schon tausendmal gegangen worden ist und einem vielleicht nicht erfüllt hat, dass man diesen Weg nicht wiederholt. Ein bisschen wirklich vorwärts gehen, aber so bewusst und immer wieder reflektieren. Wiederholt sich etwas oder ist das ein neuer Weg? Auch wenn du jetzt auf der Suche bist und du keine Seelenpartnerverbindung hast, rate ich dir wirklich, dass du dich auch regelmäßig etwas zurückziehst energetisch und dir immer gut überlegst, ist da etwas oder nicht? Und dass du immer wieder reflektierst, ganz wichtig. Das ist ein bisschen der Rat. Schauen wir noch, nehmen wir noch eine Romance-Karte. Fische. Ein bisschen viel Fische. Schöne Energie. Also ich wünsche mir, dass das jetzt für ganz, 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 ganz viele zutrifft oder bald zutreffen wird, weil es wirklich schön ist. So richtig träumerisch. Fühlt sich an, als könnte man sich fallen lassen, einfach mit zusammen träumen. Und es passt, dass man zusammen träumen kann und man wird nicht belächelt oder so, sondern man kann sich treiben lassen, irgendwie so. Sorry, ich werde ganz romantisch. Express your love. Wenn dir jemand wichtig ist, dann zeig es auch. Lass denjenigen wissen, dass du diese Person gern hast. Für irgendjemand ist diese Botschaft. Ja, meine lieben Fische, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.